Company, hallo, ich meine, jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Final Fantasy 7 Rebirth. Let's play Final Fantasy 7 Rebirth. Ha. Sind meine Leute alle da? Company, seid ihr hier? Sie sind nicht hier. Da kommen sie. Sie kommen. Company, hallo. Das ist so geil. Ja, ich liebe diese Leute hier alle. Boah. So, ja, wir sind hier immer noch in Yunnan. Alle beisammen. Wir sind hier gerade in Yunnan, wo wir an der Parade teilnehmen wollen von Rufus Shinra. Und wir wollen hier, ja, wir wollen vollzählig. Ja. Und ja, wir wollen so uns an Rufus Shinra hier, den Typen da hinten, ne, auf dem Schild, wollen wir uns dran schleichen. Und um das zu machen, haben wir uns als einige Shinra-Soldaten hier verkleidet und uns als Kommandant ausgegeben. Oder wir wurden befördert, mehr oder weniger, nachdem wir uns hier, ja, durchgesetzt haben, ne, und hart gearbeitet haben. Und ja, wir sollten unsere gesamte Infanterie hier suchen, unsere gesamte Kompanie, damit wir hier an der Parade teilnehmen wollen. Ist das nicht richtig, Männer? Ja. Wir haben alle beisammen. Genauso. Und ja, wir gehen jetzt hier und machen in der Story weiter. Wir müssen jetzt an einer Parade teilnehmen mit unserer ausgezeichneten Infanterie. Vollzählig. Und ja. Ich habe meine Kompanie ja schon beim letzten Mal hier so geändert. Ne? Ich nehme mal an, je mehr 3 Sterne man hat, desto kann sich je mehr 3 Sterne man hat, desto schwieriger ist das, aber desto besser die Belohnungen. Ne? Ich will aber noch mal ganz sicher gehen. Bei Anleitung steht das, nehme ich mal an. Ne? Minispiele, ne? Klavierspiel, Galopp, der Chocobo. Wo ist denn das? Fortbewegungsarten. Boah. Weiß nicht. Ich meine, da stand irgendwie was mit so, oh, je höher die Schwierigkeitsgrade ist, desto besser sind die Belohnungen oder so, ne? Also ja, gucken wir mal. Wird schon richtig sein, ne? So wie ich das gelesen habe. Ich mache nie einen Fehler. Und ja, wir gehen dann mal und machen hier die Parade. Die Parade hat ein bisschen anders ausgesehen im Original, aber das werde ich dann später nur so erklären, ne? Erstmal gehen wir hier durch und gucken wir mal. Ich habe jetzt alles auf 3 Sterne, ne? Formation, die Zuschauer unter Strom setzt. Formation, die der von eiskalter Schönheit. Formation mit hohem Schwierigkeitsgrad, die Gestalt eines der Lüfte ausweichenden Drachen nachempfunden ist. So. Ja, wird schon klappen, ne? Ich liebe hohe Schwierigkeit. So. Kommandant, weil nicht Generälen, ich weiß nicht, Oberhauptmänner, ich weiß nicht, was das für Leute sind. Ich habe meine Leute hier beisammen. Sie sind nicht gerade hier, aber ich garantiere euch, sie sind da. Ausgezeichnet. Die 7. Infanterie Midgars meldet sich zum Dienst. Diesmal nicht verschlafen, was? Die Parade beginnt in Kürze. Ich hoffe, du bist bereit. Wir sind alle bereit. Bereit. Etwas üben? Nein, ist schon in Ordnung. Mach mal. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Für diesen Moment habt ihr euer Leben lang gearbeitet. Siebte Infanterie mit Gas. Achtung! Schaut euch an. Sie werden so schnell groß. Wir sind heute hier. Und die Augen der Welt sind alle auf uns gerichtet. Und deshalb sind wir Augen. Dürfen wir Midgar, dürfen wir unsere strahlende Stadt nicht enttäuschen. Scheitern kommt nicht in Frage. Wer ist das? Und
werden wir nicht. Klar? Wir haben den besten Kommandanten. Und er wird uns zum Sieg führen. Also schaut zu ihm auf. Und seid guten Mutes. Nicht wahr, Sir? Ja. Ja, ja. Sag doch noch was. Vertraut mir. Wir werden den Sieg davontragen und mit ihm die Ehrenauszeichnung. Das ist heute unser erklärtes Ziel. Jawohl! Niemand kann uns schlagen. Jawohl! Holen wir uns den Sieg. Jawohl! Das ist gar nicht nett. Kommandant, oh. Es wird Zeit. Ich war gerade so gut in Stimmung. Oh. Wann wurde sie zuletzt abgefeuert? Vor 5 Jahren, Sir. Heute wäre auch ein guter Tag. Aber Sir. Sir, auch Salutschüsse bei Festlichkeiten stehen außer Frage. Denkt an das Waffenstillstandsabkommen mit Wutai. Na und? Eine neue Zeit ist angebrochen. Verkünden wir es. Großartig, Sir. Das gefällt mir. Ein Überraschungsfeuerwerk wird die Zuschauer entzücken. Sir, es ist an der Zeit. Oder in Angst und Terror versetzen. Ausgezeichnet. Wird die ganz große Kanone abgefeuert. Hoffentlich nicht. Der Wahnsinn. Ja. Hier entlang. Ja, die Parade beginnt. Hallo, wir befinden uns hier in Nord-Junon. Ha. Schauen Sie nur, begeisterte Gesichter, einfach überall. Die Menschen haben sich heute hier zusammengefunden, um unseren neuen Direktor zu begrüßen. Na, der Typ schon wieder. Du bist auch ein bisschen extra. Kommen wir da? Nein, das ist der Präsident. Der Direktor, Entschuldigung. Und nun der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Der Fahrer, das könnten wir sein. Nanu? Was passiert jetzt? Oh Mann, fällt der echte Teil ab? Oh. Na, ob das gut ausgeht? Ich weiß, was im Original passiert ist, als sie mal abgefeuert wurde. Abschuss bereit, Sir. Gut. Läuten wir eine neue Ära. Wohin feuert die denn dann? Feuer! Das war unglaublich. Aber das kann doch einfach nicht nur im Wasser. Sein. Kam dieser Schuss wirklich? Ja, aus Junons Kanone. Oh. Okay. Als sie im Original nämlich abgefeuert wurde, kam da so ein riesiger Rückstoß irgendwie. Aber ich nehme an, da wurde irgendwie mehr irgendwie reingepfeffert irgendwie, ne? Für einen heftigeren Schuss oder so. Begrüßen Sie mit mir die 7. Infanterie. Also wir, als müssen wir die Einschaltquoten ja aufrecht halten, ne? Da war im Original. Müssen wir marschieren wie im Original, uns bewegen und so. Das war ziemlich kompliziert im Original. No, wir müssen halt jetzt schon mal das. Oh Gott. Sieht doch ganz fatal aus.
Okay, ich darf nicht vergessen, das ist schwierig. Nein. Letzte Darbietung. Los. Ich muss das perfekt machen. Ich habe noch Kreis gedrückt. Ja, da war ich voll weit entfernt, aber trotzdem hat das funktioniert. Oh. Ja, da kommt von links. Jetzt mal die Klappe da hinten. Nein. Nein, ich habe doch Dreieck gedrückt. Ich schwöre, ich drück die ganzen Sachen. Gut. Ja. Halt. Erste Darbietung. Los. Die Truppe wird sehr ausgeglichen. Die ganzen Kamerafahren sind. Boom. Was sagt ihr dazu, Leute? Ich drück Dreieck. Ja, da muss ich gedrückt halten. Okay, da muss ich gedrückt halten, aber irgendwie hinter die Dreieck-Taste nicht, habe ich so ein Gefühl. Dreieck. Ich drücke jetzt ganz feste. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Sie sahen soeben die zweite Darbietung der 7. Infanterie mit Gas. Schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Also, wie sieht es aus? Junon Downtown. Eine derart formvollendete Darbietung sieht man nicht alle Tage. Ja, ich muss das komplett perfekt schaffen, ey. Kompanie, Marsch! Ja, so was von. Wir reden von meiner Kompanie. Bahamut-Formation. Gestartet. Bahamut. Schon wieder Dreieck. Oh, wiederholt. Oh, nice. Gut, macht das, Leute. Immer schön atmen, immer schön bewegen. Oh Gott. Wäre ja, so richtig cool gemacht hier. Ah, das. Aber gelb, verdammt. Los, haut sie weg, Leute. Und jetzt Mega Flare Dash. Ausgezeichnet. Die Leute sind beeindruckt. Bin mir ziemlich sicher. Und nun? Ja, 50.000, 70.000. Na, halt fast 100.000. Hören Sie sich das an. Ganz Junon ist aus dem Häuschen. Das Publikum lässt die 7. Infanterie mit Gas hochleben. Ja, natürlich. An diese einmalige Darbietung wird man sich hier bei Shinra noch sehr lange erinnern. Und nun kommen wir zur Verleihung der Ehrenauszeichnung. Mal schon, Wir. Ach. Oh nein.
Oh, das Turks-Thema. Der klingelt tot. Hat da jemand was bemerkt? Nein, kein Problem. Sie haben uns nicht bemerkt. Ich werde etwas mit Ihnen plaudern. Kümmer du dich um die Schwarzrotten. Oh Mann. Verstanden, Sir. Was ist der Präsident? Aber jetzt muss ich schon ein bisschen von der Kamera wegdrehen. Ihr verfolgt die Schwarzkunden. Was ich ja der für Schwarzkunden heißen. Alle mal hergehört. Dank eures tapferen Einsatzes war diese Parade ein voller Erfolg. Man hat förmlich gespürt, dass euer Herz für Shinra brennt. Davon konnte sich unser neuer Direktor überzeugen. Ich freue mich, die Sieger hier zu uns aufs Podest zu holen. Jede Darbietung war herausragend. Doch am Ende kann nur eine Kompanie die beste sein. Das sind wir. Der Preis für die gelungenste Darbietung geht an. Komm schon, komm schon, komm schon. Die überragende Motorradstaffel. Entschuldige, was? Ja, kann aber nicht stimmen. Cloud, schnapp ihn der. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee gewesen wäre, wenn wir da oben hingegangen wären. Es folgt die Ehrenauszeichnung des Direktors. Ich übergebe das Wort. Ach, das ist das, das ist das Ding, was wir haben wollen, oder was? Weil das ist jetzt Clouds Plan, dass wir jetzt irgendwie vor dem stehen und uns so unterhalten. Ist ja mein Bild so. Der Präsident ist kacke. So ganz im Hintergrund. Die Welt verfolgt gespannt das heutige Geschehen. Sicher fragen sich einige, ob denn so ein Jungspund wie ich wohl einen geeigneten Nachfolger abgibt. Doch, ich schwöre bei meiner Ehre, Shinras Glanz ist gemacht für die Ewigkeit. Wir stehen heute vor vielen großen Herausforderungen. Die Welt ist im Umbruch. Mutig schreiten wir voran und schließen damit endgültig mit der Vergangenheit ab. Den ersten Schritt tun wir heute. Nur ich kenne den Weg. Ich möchte, dass ihr mir folgt. Denn ich führe euch ins verheißene Land. Für dieses Ziel bin ich bereit, alles zu geben. Ich bin mit Leib und Seele Shinra verschrieben. Und ihr ebenso. Ich weiß, ihr seid bereit für eine neue Weltordnung. Kommen wir zur Ehrenauszeichnung. Komm schon, Bier, komm schon, Bier, komm schon, Bier, komm schon, Bier, komm schon, Bier. Ja. Ja, ja. Die siebte Infanterie. Ja. Yay. Das war meine Verbundenheit zu Tifa. Und Aeris.
Yeah. Ja, wir rocken halt, ne? Als Vertreter eurer ganzen Kompanie bitte ich euch drei nach oben. Ja, Mann. Das ist ein Befehl. Ja, ist doch genau, was Cloud wollte, ne? Nehmt doch bitte mal eure Helme ab. Ich möchte etwas mit den dreien besprechen. Beende die Übertragung. Sir. Los, bewegt euch gefälligst. Oh Mann. Was ist denn jetzt los? Sorry, ich muss hier mal durch. Tut mir leid, ich muss mein Boot erwischen. Warte, dort. Juffi. Hey, hey, was wird das denn? Und sie hat wieder einen Mogri-Umhang an. Bei einem festlichen Anlass wie diesem braucht es doch keinen Helm, oder? Cloud Strife. Ich muss sagen, großartiger Auftritt. Aber das war ja zu erwarten. Juffi. Ihr seid doch. Zurück. Aber Sir, das. Juffi, was machst du da? Cloud Strife. Ich habe in deinen Akten gestöbert. Ziemlich interessanten Lebenslauf hast du. Gefällt mir. Deswegen schlage ich dir hiermit einen Handel vor. Für mich hat der Wiederaufbau Midgars oberste Priorität. Wenn die Bevölkerung noch weiter leiden müsste, wäre das ein allzu großer Gesichtsverlust für Shinra. Um mich ganz darauf konzentrieren zu können, möchte ich mich aller anderen lästigen Pflichten weitgehend entledigen. Ja, sollen wir sehr viel Rot erledigen. Mein Vater hat mir eine Vielzahl an Aufgaben hinterlassen. Zum Beispiel die Wiederbeschaffung einer gewissen Zetra. Die Bergung verschwundenen Forschungsmaterials. Sowie Avalanche endlich das Handwerk zu legen. Ich kann gar nicht sagen, wie lästig mir all das ist. Ich möchte mich nicht damit befassen müssen. Heißt das, dass ihr uns nicht mehr verfolgen werdet? Genau. Die Wut der aufgebrachten Bürger lässt sich allerdings nicht bändigen. Haltet euch daher lieber von Midgar fern. Werde ich nicht mehr gebraucht? Klingt doch nach einem sehr guten Handel. Ein neuer Wind. Und was willst du? Sag schon. Dass ihr Sephiroth erledigt. Ja. Shinra hat dieses unsägliche Monster einst erschaffen. Es muss verschwinden. Aber es fehlt uns an Personal, um diese Kreatur endlich auszulöschen. Also, was sagt ihr? Klingt doch nach einem guten Handel eigentlich, ne? Einverstanden. Habt ihr bereits eine Spur? Wir folgen den Schwarzkutten. Ein guter Plan. Diese Schwarzkutten, sind sie... Sagen wir, sie sind Schatten von Sephiroth. Deswegen wollen sie auch alle zu ihm zurückkehren. Sagt jedenfalls Professor Hojo. Ja. Ah, mach keinen Mist.
Na, Spiel als Yuffie. Guck ich dann an. Boah. Yuffie. Lange ist es her. Dafür war DLC, ne? Sehr gut. Oh, ich liebe es. Ich liebe diesen, Mantel von ihr. Ausgezeichnet. Ja, klingt da eigentlich noch einen guten Plan, ne? Also die Story wurde natürlich ein bisschen geändert, ne? Rufus haben wir gar nicht getroffen im Original, ne? Deswegen frage ich mich, wie gleich die Bootsfahrt ablaufen wird. Da sind wir auch am Rumschleichen gewesen eigentlich. Ja. Aber wird wahrscheinlich auch ein bisschen verändert dann. Oh Mann. Ah, da unten sind sie. Da unten ist Red und Bad. Jofi, was hast du vor? Willst du einen Schurken auf ihn werfen von da oben? So mitten ins Gesicht. Was geht's? Ich bin da natürlich immer zu haben für etwas Yuffie Action, aber. Er klingt nach einem sehr dummen Plan. Ja. Da, ich sehe sie. Hey, hey, sie wird doch nicht etwa. Oh, guter Boden. Oh, Callbacks zu dem DLC. Meine Rache. Shinras neuer Direktor sieht ziemlich, er steht ziemlich weit entfernt. Um ihn zu treffen, wirst du äußerste Konzentration benötigen. Fokussiere deinen Geist, indem du mit linker Analogstick die Zielkreise im Einklang bringst und mit X betätigst. Dieser Vorgang musst du wiederholen, bis die Hand ruhig genug für den entscheidenden Wurf ist. Hau an. Okay. Dann haben wir eine Abmachung. Haltet ihr euch auch dran? Nicht, dass uns irgendwann wieder die Turks oder Hujo auf den Fersen sind. Ja, ich mach. Ihr habt mein Wort. Hm. Muss ich nicht drücken, dann irgendwann? Ach, der Kreis muss irgendwie. So. Jetzt nicht nachlassen. Immer schön zielen. Ich hab doch. Ich dachte, wenn er. Was muss ich denn hier machen? So, beim zweiten Mal erst. Alles klar. Einmal. Zweimal. Tu das nicht! Runter! Sofort hierher! Darf ich das als eure Antwort verstehen? Nein, das war... Keine Ausreden. Das bereut ihr noch. Sir, weg hier! Ach, Mann. Los, sofort alles absuchen! Findet den Attentäter! Jofi, was machst du? Verdammt. Ich glaube nicht, dass Yuffie dann irgendwie willkommen ist in unserer Gruppe. Für einige Leute dann. Was ist mit Hofers? Na, abgehauen. Und was jetzt? Ich habe die Schwarzkutten gesehen. Auf dem Weg zum Hafen. Dann hinterher. Sie nehmen ein Boot. Die Stadt ist abgeriegelt. Überall Wachen. In den Uniformen fallen wir nicht auf. Ihr geht voraus zum Hafen. Ich bleibe hier. Und kümmere mich um die 7. Infanterie. Alleine? Ganz sicher? Ja, so komme ich schneller voran. Kommandant! Bis dann am Hafen. Ah, mein Schwert. Vielen Dank. Sir, Befehle?
habe Neuigkeiten. Der Attentäter flieht Richtung Südjunon. Nehmt unverzüglich die Verfolgung auf. Ich informiere inzwischen die anderen Einheiten. Nicht so ungut, Sir, aber... Der Attentäter und seine Gefährten besitzen Shinra-Uniform. Sie haben sich wohl getarnt, um nicht aufzufallen. Oh, wissen wir? Das ist zu gefährlich. Wir müssen zusammenhalten. Ja, natürlich. Die 7. Infanterie mit Gas. Lässt niemanden zurück. Aber... Gut gemacht. ...ist unter uns. Wir können niemandem vertrauen. Vorsicht ist das Gebot der Stunde. Ihr habt recht, Männer. Danke. Vertraut ganz allein euren Kameraden. Ihr habt recht. Mir konnte ich nur an euch zweifeln. Zuerst müssen alle Einheiten informiert werden. Dann suchen wir zusammen den Attentäter in Südjunon. Mir nach. Jawohl! So, schlägt euch mir an. Im Kampf. Kämpfen wir im Verbund mit der 7. Infanterie. Weit? 5 Elitekämpfer der 7. Infanterie Midgar schließen sich dir an. Und dann zu schützen, stürzen sich die unerschrockenen Kampf. Selbstständig allein sie dabei genauso scheinen wie du. Ist der Kampffähigkeit. Achte auf ihre verlorenen TP und rette so viel deiner Männer wie möglich ins Ziel. Was? Oh, ist das eine Waffe? Ist das eine Waffe? Rudenschwert. Ausgezeichnet. Wir haben eine neue Waffe für Cloud. So, stirb. Boah, guckt euch mal dieses Paddel an. So, da ist mehr magische Attacke. Ja, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. So, nach Haltungswechsel mit Angriff oder Schwert wir betreffen. Seinen schwierigen Angriff und wechselt die Kampfhaltung. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt hier. Mit Dings rumzulaufen, mit für physische Attacke. Einzelteilschaden. Zerstörbaren. Nicht die eigene TP, wenn der Gegner in den Schockzustand versetzt wird. Einzelteilschaden. Okay, nehmen wir hier. Schaden von Angriffen auf zerstörbaren Einzelteil. Ich nehme an, wir kämpfen dann gegen welche mit Einzelteilen. So, Kampfeinstellungen. Ich möchte mal kurz den neuen Angriff hier auswählen. So, irgendwie setze ich Flammenblitz nie ein. Also. Wechselt die Kampfhaltung. Gewährt bei einem Treffer ATB-Energie. Kann in der Luft eingesetzt werden. Das will ich auch mal machen, ne? Ausgezeichnet. So, habe ich jetzt gar nichts dafür bekommen, hier die das Ding zu gewinnen. So, wir kaufen noch mal hier alle Sachen, wenn die reduziert sind, ne? Ach, ich würde irgendwas kriegen, wenn ich hier das Ding hier gewinne, aber ich nehme an, dann gewinnt man halt immer, ne? Weil sonst wird diese Szene ja am Ende gar nicht passieren, ne? So, ausgezeichnet. So, die muss ich jetzt alle beschützen auch noch. Oh Mann. Ja, ob das gut gehen wird, ich weiß nicht. So, ich habe keinen Angriffszauber. Das ist ein bisschen doof. Wir hatten ein magisches Schwert ausgerüstet. Ich hoffe, ich lerne die Fähigkeit so schnell wie möglich. Okay. Ja, ballert auf die Leute. Nein, geht weg von denen. Fass meine Männer nicht an. Nein, die sind alle am Frecken. Oh mein Gott, mich direkt heilen, ey. Leute, zurück heilen. Ich muss mich ja nach jedem Kampf jetzt heilen, wahrscheinlich, ne? Okay, ich hoffe, die Gegner respawnen da nicht immer. Ich glaube, ich sollte provozieren dann. Ja, der wäre eigentlich eine gute Idee, ne? So, weißt du was, dann machen wir das hier.
Und zwar Erstschlag, Gewitter, Feintechnik. Nehmen wir mal Feintechnik so lange raus und packen Provozieren hier rein, ne? Mal was, ne? Alles für meine Truppe, ne? Dann ich glaube, ich sollte erstmal das Schwert nicht ausrüsten. Einfach nur, weil ich ein stärkeres, ich brauche ein stärkeres Ding hier, um die zu beschützen. Dann mit dem Welt auch eine neue Waffe bekommen. Großkaliber, ne? Wollte diesen Haken, ja? Also Haken wegen Matrose, ne? So, was sind noch Piraten? Ich muss die Gegner schneller erledigen mit meinen Angriffen. Das Drohnenschwert ist ein magisches Schwert. Von daher. Und ich weiß nicht, ob ich die Typen wiederbeleben kann oder nicht. Deswegen lasse ich die erstmal alle am Leben. Ne? Keine Sorge, ich beschütze euch alle. Niemand wird ja fallen. Jawohl. Ja. Kann ich die behalten? Für den Rest können wir mit denen gegen Sephiroth kämpfen und so. Wir haben zwar alle abgemurzelt, aber abgemurzt. Ja, der Gegner, ja, ne. So, hallo. Stimmt es, dass der Direktor angegriffen wurde? Ja, furchtbar, ne? Der Angreifer ist geflohen und soll sich in Südjunon verschanzt haben. Verstehe. Danke für die Info. Hier, vielleicht nützt das was. Oh, vielen Dank. Super Spray. Ich finde die Interaktion ja klasse. So. Was haben wir hier alles? Welchen Kapitel befinden wir uns hier eigentlich gerade? Sind wir immer noch in Kapitel? Immer noch in Kapitel 4. Ja. Verlieren wir keine Zeit. Ich bin bereit. Na, guck mal, jetzt gehen die viel schneller kaputt. Wag es nicht, meine Männer anzufassen, du dreckiges Stück. So, einer von denen ist etwas angeschlagen, aber geht schon, ne? Geht's denn auch gut? No, wenn ich MP Heilung bekomme, dann. Ja, Sau. Was sagt man? Danke, gefälligst Soldat. Ich habe dich anders erzogen. Ausgezeichnet. So. Er könnte jeder von uns sein. Aber keine Sorge, ist er nicht. Vertraut mir. Seelenohrring. Ja, kann ich den einen meiner Leute geben, damit die nicht verrecken. Das ist doch der, der die automatisch wiederbelebt, ne? So, da sind Leute. Aufgepasst, Männer, da sind einige Gegner. Verdächtige Personen gesichtet. Verdammte Terroristen. Aber ich habe gar nicht die letzten Gegner hier analysiert, glaube ich. Genau, ein Sturmgard ist. Ah, wirksam Feuer. Schießt auf ihn von hinten, wenn ich auf sie losgehe. Verzieh dich. Halt dich von mir und meinen Männern fern. Er ist tot, Männer. Gute Arbeit. So. Wir haben jetzt nicht so viel Schaden genommen. Zur Not gehe ich den ganzen Weg jetzt zurück und heile mich hier.
Ah, ich dachte, ich würde MP kriegen. So, Vorsicht, Männer. Ich hätte einige Leute hier vergessen zu analysieren. Wäre irgendwie lustig, wenn ich jetzt hier hingehen könnte und hier wären irgendwie 5 Leute. So, habe ich jetzt irgendwie so Junon-Soldaten hier? Ja, habe ich sogar Elite-Grenadier. Verdammt. Die kommen wahrscheinlich nie mehr jetzt, ne? Beim Yuffie-DLC auch so. Ich kann nur ein Gegner immer nur einmal, wenn er es verpasst zu analysieren und dann, ja. Ha, was gibst du mir Schönes? Super Tank, danke. Immer die Augen offen halten, Leute. Ja, der Feind ist unter uns, der könnte überall sein. Ja, ich hoffe, es gibt gleich nicht irgendwie so ein emotionales Reveal, wo die irgendwie entdecken, ich bin gehört zu dem Feind und da muss ich gegen meine eigenen Leute kämpfen. Aber das wird mir das Herz brechen. Ich liebe diese Leute. Ich kenne sie erst seit einer Stunde ungefähr, aber wenn irgendjemand ihnen was antut, dann bringe ich jeden einzelnen um und dann mich selber. Kurz und schmerzlos. Du noch ein Gott ist, ich weiß nicht, ne, Grenadier braucht ich, ne? Okay. Nice. So, habe ich nicht. Nein, gehst du weg. Immer schön auf ihn los, Leute. Ich schocke ihn für euch, Leute. Jetzt auf ihn. Auf ihn, auf ihn, auf ihn. Ich wollte schon sagen, die kann ich ja gar nicht erreichen dann. Hört los, was? Elite-Grenadier, also noch mehr Leute. Oder war der? Ich glaube, da waren die, die ich verpasst hatte, ne? Also erstmal die Leute, ja. Genau, komme ich nicht hin. So, hat er so einen Fernangriff hier in dem Spiel. Hat er ja noch im Original. So, Leute, wollt ihr mal was Cooles sehen? Zack, zack, zack. So, ich habe Blitz. Warum habe ich jetzt mal Blitz? Vorsicht, Leute. Oh. Ah. Warte mal, ich halte dich mal. Gerade ist 7. Infanterie. Deswegen brauche ich Amplifikation, ne? So, MP-Heilung bitte. Ja. Das war sehr knapp, Männer, aber wir haben es geschafft, wie immer. So, wann hat jetzt die, die ich hier übersehen hatte? Ja, ausgezeichnet. Natürlich den Gegner hier analysieren. Also eine Heilbank wäre jetzt nicht schlecht, ne? So. Männer, immer weiter auf der Hut bleiben. Wir müssen einfach alles gefasst machen. Ihr müsst euch darauf gefasst machen, auch gegen eure eigenen Brüder zu kämpfen. Ja. Wir voll diese Soldaten ausnutzen, um noch mehr andere Soldaten hier zu erledigen. Oh Gott, das ist so falsch. So, MP-Heilung, wie viel? Nicht viel, ne? Da. Hätten wir vielleicht ein Limit aufbewahren sollen.
Aber ich glaube, da tut sich mal wieder resetten oder so. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das hier so in dem Spiel funktioniert. Ja, ja. Der weiß, wie es abläuft. Das ist der Face hier. Planier auf dagegen natürlich hatte ich glaube ich. Nein, Finger weg von meinen. Ich krieg ja nicht erwischt. Boah. Komm zu her, du Stück. Nein, ich auf Infanterie-Garde ist Nummer 2. Aber wenn er einen Heiltrank. Oh mein Gott, er hat mir echt einen Heiltrank gegeben. Ausgezeichnet. Ich erinnere mich dran, dich nach diesem Auftrag zu befördern. Ich krieg ihn gar nicht erreicht. Ey. Oh mein Gott. So, was du nämlich geil hat, egal. Leute, ich tue meine Leute eher heilen als mich. Oh Mann. So, ich glaube da hinten, oh, da ist wieder eine, oh, Gott sei Dank. Habe ich dich gerade aufgelevelt? Und hat meine Materie aufgelevelt, weiß es nicht. Ah. Dann. Das gezeichnet. So. So, Männer, ausruhen. Männer, Verschnaufspause. TP und MP geheilt. So. Schon wieder was Neues. Hey. Ich habe übrigens noch nie aufgepasst. Bekomme ich nach Kämpfen auch Geld? Mir noch nie so aufgefallen, habe ich noch nie dort drauf geachtet. So, ich habe nicht hochgelevelt, ne? Ne. Männer, ich rufe den Aufzug. Haltet euch bereit. Oh, ich muss gegen ihn kämpfen. Ach Mann. Verschweigst mir einfach, dass du an der Parade teilnimmst, mein. Die Motorradstaffel passt doch viel besser zu dir. Sieh an. Dein Fräulein hat dich wohl sitzen gelassen. Oh Mann, ich will nicht gegen den kämpfen. Leute, wir haben keine Zeit für einen Kampf. Ein Verräter befindet sich unter uns. Wusstest du etwa nicht, dass unsere Treffen inzwischen legendär sind? Bleib zurück. Oh Gott sei Dank. Ich muss nicht auf die aufpassen. Du glaubst ja gar nicht, wie lange ich diesem Augenblick entgegengefiebert habe. Und dir geht es doch sicher genauso. Dann bringen wir es schnell hinter uns. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Ich bin nicht mein. Oh, ich bin nicht dein Freund, mein Alter. Die richtige Musik. Oh Mann. So, und jetzt gebe ich hier aufs Maul. Ja, stecke in einen USB-Stick ein. Ich glaube, er hat die Kontrolle verloren. Okay. Ja, ich bin schon gedacht, wird nervig hier, ne? Okay, Loche.
Erst wenn ich dich durch Löcher Feuer habe ich nicht. Von Loche aus um Schockern wächst man. Ja, geht nicht. Wow. Ich glaube, ich muss mir kontern, ja, ne? Habe ich Feuer irgendwo? Nö, Flammenblitz. Mit Feuer und Blitz in elementare Energie. Was zum? Hey! Was? Oh, warte. Der hin. Oh mein Gott, der gibt mir voll. Der macht mir voll Schaden. Ja, wie du tust mich jetzt abbrechen, ey. Aua, der macht mir so viel Schaden. Aua. Kollege. Ich finde, seine Bewegungen sind immer zu extra, ey. Wow. Ich kann euch nicht hören. Wir brauchen euch. Was wäre denn ein wahrer Kampf ohne das richtige Publikum? Meinst du nicht, mein Freund? Das war auch mehr sozusagen. Voll dieser Angriff, ne? Hör auf damit. Na, jetzt greifst du mich an, ist klar. Boom. Na, komm her. Ja, jetzt richtig. So. So, komm her, ich gebe dir einen Flammenblitz. Alter, hat schon gereicht. Ich wollte noch mein Limit da reinballern. Ah. Was? Ich höre dich nicht. Die Musik und die Soundeffekte sind zu laut. Ich sag Motorrad kaputt. Ja. Gescheit. Du wirst mit jedem unserer Treffen stärker. Mein Freund. Ich bin nicht dein Freund, Alter. Was passiert, wenn ihr euch mit der Sitten Infanterie anlegt? Mein Freund verdient einen. Was war der Sinn von diesem Kampf? Ich meine, er weiß ganz offensichtlich, wer wir sind, ne? Aber so auf, hat immer sozusagen mein Freund. Du verdienst Respekt. Mein Freund. Und das gehört belohnt. Das ist für dich. Schlüsselanhänger. Stempel steht. Alter, du
Aber da du mein Motorrad zerschrottet hast, muss ich den nächstes Mal treffen wir ihn auf, mit so einem Dreirad. Ey. Vielleicht kommt er ja in jedem Spiel hat ein größeres Motorrad. So, natürlich bin ich wieder ja voll angeschlagen. Ich kann ja nicht zurück zum Heilen. Ne, ne, also, wow. Okay. Rocher ist. Loche, Rocher. Loche. Habitat-Zugehörigkeit. Ist das Ding gut, was wir bekommen haben? War mal zum Ausrüsten, habe ich gesehen. Emblem der Lösung. Okay, keine Ahnung. Schlüssellange. Verringert die. Eine Feuerkreation, die hochoffiziell von Loche genehmigt wurde. Wert den AT-Verbrauch für Waffenfertigkeiten geringfügig. Was habe ich jetzt ausgerüstet? Stärke oder Stärke und TP. Waffenfertigkeiten geringfügig. Ich setze mit ihnen eigentlich nur Waffenfertigkeiten ein, ne? Na gut, dann nehme ich die Klamotte von meinem Freund. Jemand anders wird das andere Ding bestimmt gebrauchen können, ne? Vielleicht tiefer, ne? Die brauchen ein bisschen mehr AP. Ja, alles klar, mein Freund. Weil wenn er bei jedem Treffen irgendwie, weiß nicht, mehr, wenn ich mal bescheuerte sagt, ich werde dich das nächste Mal sehen, mein Freund. Ich frage mich, ob wir diesen Schlüsselanger bekommen haben, weil ich hier die Leute alle am Leben gelassen haben. Wird doch bestimmt irgendeine Belohnung geben, dass die alle irgendwie die ganze Zeit über am Leben gelassen haben. Ne? Ich nehme an, die tun dann irgendwie nach dem Kampf irgendwie wieder auftauchen oder so. Ne? Oh, Hyper, hey. Kam da im ersten Teil vor, das ist das Ding, was einen hier die Limit-Anzeige erhöht. Aber dafür bekommt man mehr Schaden. Ne? Kuriert Trauer. Ah, schade. Hyper war so ein Gegenstand im Original vom Final Fantasy 7, da kann man einen Charakter geben und die Limit-Anzeige wird dann ein bisschen heller. Und wie jetzt funktioniert ist, man nimmt einfach mehr Schaden, aber die Limitanzeige erhöht sich schneller. Das ist eigentlich immer so ein Must hier, wenn man das Spiel gespielt hat, weil ja, man nimmt halt mehr Schaden, aber die Limitanzeige fühlt sich halt so viel schneller und Limits sind halt broken in Final Fantasy 7, ne? Deswegen sollte man natürlich immer so schnell wie möglich füllen, ne? Und ja, dann nimmt man schon mal gerne ein bisschen mehr Schaden lieber, ne? Und ja. Da gab es noch was anderes, ne? Da kann man irgendwie einen Charakter traurig machen und dann nehmen die weniger Schaden, aber die Limitanzeige tut sich geringer füllen. Aber ja, Hyper war immer gut im Original. Panzerbrechergranate. So, habe ich nichts bekommen, euch alle am Leben zu lassen. Komm. Ich hätte gedacht, ich hätte noch irgendwas bekommen dafür so, als Entschädigung. Gnade des Planeten immer noch. Ja, ist eine Leiter. Ich da hoch? Nee, ne? Gut. Dann gehen wir mal weiter hier zum Schiff. Zum Schiff, zum Schiff, zum Schiff, Schiff, Schiff. Oh, das heißt, ich muss mich bald von meinen Soldaten trennen. Ich will aber nicht, ich will die mitnehmen. Da ist das Schiff. Ihr geht schon mal vor nach Südjunon. Bekommen wir keine Erklärung, Sir? Zu dem Typ auf dem Motorrad? Der ist mein Freund. Ziemlich lästig. Ist uns aufgefallen. Was wir wissen wollen ist, warum sie versuchen, uns loszuwerden. Sind wir ihnen denn etwa so sehr im Weg? Nein, Männer. Es liegt nicht an euch, es liegt an mir. Oder könnte es sein, dass sie in Wahrheit der Attentäter sind? Ich wollte euch nicht täuschen. Tut mir leid.
Bitte verzeihen Sie! Das war nur ein Scherz! Sie können nicht der Attentäter sein. Das war doch eine Frau. Aber wir haben verstanden. Wir sehen, dass Sie unbedingt alleine weiter wollen. Es tut uns leid, dass wir gestört haben! Bitte um Verzeihung! Nicht doch. Alles in Ordnung. Es war Ihre Führung, die uns zusammengebracht hat. Sie haben uns den Sieg ermöglicht. Dabei kennen wir uns ja eigentlich noch gar nicht so lange. Nein, das waren alles ihr Männer. Ich habe das Gefühl, nur dank Ihnen sind wir eine echte Einheit geworden. Das geht mir genauso. Wir waren wirklich großartig. Und es tut mir sehr leid, aber hier trennen sich unsere Wege. Wir sehen uns doch wieder? Ja, sicher. Oh, ich hoffe, die sehen wir im nächsten Teil. Ja. Ihr wart die besten Männer, die ich mir jemals vorstellen konnte. Macht es gut, Männer. Macht es gut, Männer. Ich werde euch nie vergessen. Wir werden uns wiedersehen. Gib mal einen Moment. Alles klar, weiter geht's. So, ich weiß nicht, ob ich hier gleich irgendwie einen Schnitt machen soll. Ich würde noch gerne auf das Schiff gehen, bevor wir Ende machen. Aber mal schauen, was hier nur so passiert. So, das Kapitel gerade hieß, oder die Mission hieß, wieder vereint. So, oder wieder zusammen, alles klar. Ich würde noch gerne mindestens das nächste Kapitel hier so starten. Ah. Wo muss ich genau hin? Nein, ne? Also so komisch, die Karte so zu sehen, ne? Sind immer so Dungeon-Karten, so wie vorhin. Anstatt hier so Real-Life-Karten, die sind immer komplizierter für mich zu navigieren. Weil ich das nicht so verstehe. So, hier kann ich schwimmen. Nehmen wir jetzt nicht an, da ist irgendwas, aber wir müssen ja mal gucken, ne? Nein, alles klar, gut. Wie ich gesagt, fort, wie das Spiel hat gesagt hat. Und ja, nach diesen emotionalen Momenten gehen wir dann endlich mal auf das Schiff, ne? Die Schiffe fahren doch, oder? In der Stadt soll es schon. Ich dachte, das ist aber Priscilla gewesen. Barrett? Ah. Oh. Falscher Matrose. Nein, habe ich was gesehen. Da seid ihr ja, Leute. Das heißt Kommandant. Ja. Gut, na dann. Ich hoffe, ihr seid alle bereit für eine lustige Seefahrt mit den Jungs da. Okay, nächster. Prüfen alle. Was nun? Wie ist der Typ mit der Kutte da vorbeigekommen? Wir gehen hinten rum. Der Typ mit der Kutte ist da einfach so in der Schlange reingegangen. Ihre Karte bitte. Und hat Barrett da in seine, sind das die Klamotten der Mädels? Ja, ne, bestimmt, ne. Dieser Kundentyp wird einfach so durchgelassen, so. Ihre Ausweise. Alles klar, genehmigt. Oh Mann. Kann ich euch helfen? Wir haben bei der Parade die Ehrenauszeichnung gewonnen. Und mit ihr eine Überfahrt nach Costa del Sol. Der Direktor selbst hat uns das zugesagt. Davon habe ich nichts gehört. Der Direktor hat eben viel zu tun. Gehören die da auch zu euch? Er wurde gerade angegriffen, also. Wo kommen die denn hin? Kapitän, Männer? Kommen Sie sofort an Deck. Da prügeln sich welche. Na, die.
Fahrt kann ja heiter werden. Die zweite Klasse ist frei. Wir haben äußerst feine Gesellschaft an Bord. Also benehmt euch entsprechend. Das sind meine Männer. Der Hund muss in den Frachtraum. Verstanden. Alles gut. Na, mal ab zu neuen Gewässern. Könnt ihr bitte Uniform anziehen? Ich frage aus keinem bestimmten Grund. Die Leute in den Kutten. Guck mal, wer da noch ist. Okay, ich habe so das Gefühl, wir werden sie nicht treffen. In die Ehrenauszeichnung. Ich glaube, sie werden wir nicht treffen im Kapitel 5. Ich habe so das Gefühl, wir werden sie nicht treffen im nächsten Gebiet. Aber ich könnte mich auch irren. Jetzt haben wir erstmal eine entspannte Bootfahrt nach Costa del Sol. Aber darauf freue ich mich. Ich habe schon einige Sachen davon gehört. Das sind so einige Sachen, über die sich Leute aufgeregt haben. So, hey, du bist doch von den Honigbienen, oder? Hey, Madame M. Vom ersten Teil. Wer war das? Pinke Haare. Das ist auch schon jemand Wichtiges, ne? Diese Jugend, unerhört. Die Luft schmeckt anders hier, nicht wahr? Wir treffen ja alle Charaktere aus dem ersten Teil. Frage. Mir ist sie ehrlich, warum sind die alle hier? Die waren in den Slums. Im ersten Teil. Mein Gott, der Kelch sieht so aus wie mein Kelch hier, den ich hier habe zum Trinken. Da. Hm. Wieder Bettkantenthema. Da sollst du nicht in den Frachtraum. Warum gehen eigentlich jedes Kind auf den Löwen mit der Narbe am Auge und den brennenden Schweif los? Hier doch voll Schiss vor. Schon die sich umziehen. Glaube ich dir. Erzähl gern weiter, wenn du magst. Okay. Wir kommen zum spannenden Teil. Oh oh. Ist noch was Schlimmeres passiert? Vorhang auf. Für meine erste Liebe. Ja, dann leg los. Wow, interessant. Ich weiß, wer das ist. Warum verstecken die sich da? Wir sind's. Erzähl's mir ein andermal. Irgendwas gefunden? Die Schwarzkurten sind alle in der zweiten Klasse. Von Verfolgern keine Spur. Die nehmen sich was hier. Ja, hat sich erledigt, ne? Die Ninja-Göre hat zwar alles einzeln versaut, aber ehrlich gesagt bin ich ganz froh drüber. Shinra bleibt Shinra, egal wer den Laden führt. Mit denen verhandeln wir nicht. Oh, gut. Das heißt, sie werden nicht wütend auf Yuffie sein, wenn sie sich uns anschließt und die halt ewig so nachhalten. Titov. Versüßen Sie sich
unter anderem erwartet sie die Möglichkeit an einem Blut der Wer sich für die spannenden Wettkämpfe anmelden möchte, kann dies in Kürze in unserer Lobby tun. Ein richtiges Blut der Königin Turnier. Komm. Na, machen wir doch. Stimmt, im Original haben wir ja im Frachtraum mal begonnen, nachdem wir auf dem Schiff gekommen sind. So. Warte mal, wenn Yuffie hier irgendwo ist, dann ist sie auch bestimmt seekrank, ne? Weil Yuffie ist ja nicht so mit Reisen, ne? Mit so Transportmitteln. Okay. So, alle Leute sind immer noch verkleidet, außer wir. Ja, umgekehrt, alle, wir sind nicht mehr verkleidet, alle anderen sind. So, cool. Oh, dabei war es schon wieder lang genug, ne? Ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt. In der nächsten Folge schauen. So, aber das ist immer noch anscheinend hier. Es gehört immer noch zu Junon-Gebiet, also hier sind keine neuen Gegner oder also Kartenspieler und so. Keine Ahnung. Ah, wir sind in Kapitel 5. Cool. Eine Schiffsfahrt mit Hindernissen. Für Unterhaltung ist gesorgt. Alles klar, dann sage ich, ich mache einen Schnitt für heute. In der nächsten Folge geht es dann ja weiter. Wir schauen uns hier auf diesen Schiffchen mal kurz um. Ne, Shinra 8 hieß das, glaube ich. Ne, ja. Mal gucken, was es hier so alles zu bieten gibt. Ne, so, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr einen, lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Es würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.